Also, nach letzter Woche. Nee, was? Schon 2 Wochen her. Ich habe eine Pause gemacht jetzt. Nach der Delle an der Motivation, weil die echt scheiße lief. Aber ich musste halt 2x Woods machen. Für die Dailies. Die Dailies sind gut. Danach müsste ich auf Shoreline. Stimmt, ich wollte einfach rumgurken und die Sniper laden. Stimmt, jetzt weiß ich wieder was. Gut. So. Also theoretisch müsste ich, wenn ich nachlade, meinen Skill leveln. Sniper Rifle 17,6. Wir gucken mal, ob das passiert. Wenn ich jetzt nachlade, levelt das mein Skill? Ich weiß, dass es bei der Mosin der Fall ist, aber nur mit Max. 17,7. Es levelt mein Skill. Gut, dann laufen wir jetzt so durch die Gegend. Da wir einen guten Spawn haben für die Mats. Alter, das ist laut. Ich hoffe, man hört mich. Oder ist es zu laut, Herr Regen? Da wir einen guten Spawn haben, würde ich sagen, wir gehen da ganz kurz rein, gucken, ob wir was snacken können und hauen wieder ab. Und danach chillen wir unser Leben. Den Rest des Raids. Ich dachte, da kommt man rein. Whisky ist 70.000. Ja, beim Flea Market. Na, ja, ist ein Hardcore halt, Wayne. No fucking way. No way. No way, ziehe ich hier ein Ledex raus auf dem Hardcore-Account, aber auf meinem Main-Account nie einen gefunden. Oh, das kann jetzt doch nicht wahr sein. Ganz kurz, Leute. Ich mache eine kleine Ausnahme zu der Regelung. Wir haben gesagt, ja, ich mache nichts rein. Ich mache eine kleine Ausnahme. Ich lösche den, wenn wir sterben. Keine Sorge. Mein Gedankengang ist nur, falls jemand ein RGB-Game-Chair hat und ich hab's im Inventar, dann sieht er das. So sieht er nicht, dass ich ein Ledex habe. Also wenn jemand hier Cheats benutzt. Ich würde ihn aber dann löschen, wenn ich jetzt sterbe. Aber nur, falls jemand da ein paar, ne, Tools verwendet, dass er nicht sieht, dass ich einen Ledex habe. Wenn wir so einen löschen, ist Hardcore. Wenn ich sterbe, darf ich den nicht benutzen. Eigentlich wäre Pouch tabu, aber ich mache das jetzt einfach, dass ich unterm Radar fliegen kann. Weil ja aktuell ein bisschen viele RGB-Leute unterwegs sind. Weil wir haben ja im Video gesehen, was die Leute sehen. Die sehen deinen Wert, den du dabei hast. Ja, ich glaube, Pouch eben ausgenommen. Und das ist halt, ja, wenn ich jetzt hier rumlaufe und jeder kriegt angezeigt, da ist ein Spieler im Wert von 3 Millionen, dann, weißt du, was ich meine? Deswegen packe ich den kurzen Pouch so als Ausnahme. Ich würde jetzt gerne zum Auto tatsächlich. Bridge. Ich muss 2x extracten und ich muss noch Scavies killen. Oh, das war dämlich. Ah ne, ich habe ja jetzt Platz im Rig. Gut. Hab ja jetzt Platz. Geben dir Gefühl. Gefühl dafür. Das ist halt wieder cool, ne? Ich sehe ihn halt nicht. Ich sehe ihn halt nicht. Ah, da oben ist er.
Ich hoffe, dass sie das adressieren für den nächsten Wipe. Dass die Scavs dich einfach durch alles durchsehen. Slugs war gar nicht mal so scheiße. Oh! Glaube ich, kein Scav da hinten. Ehrlich gesagt, ich denke, wir probieren es einfach. Der wird sich schon melden, wenn er was will. Wir haben 7 mm hier drin. Ich sehe. Er ist nicht mehr da. Er stand eben gerade dort. Sag mal. Ist Scavs ein bisschen aggressiver geworden, oder? Eieiei. Ein Update verpasst? Seit wann schießen Scavs direkt Full Auto auf dich, auf die Range? Damn. Ja, das Risiko ist ja nicht wert, das ist viel zu offen. Beantwortest deine Frage? Ja, so ein bisschen. Ich meine, der Scav hat sofort, als er mich gesehen hat, einen Vierer-Spray-Burst auf mich drauf gedeppert. Das ist irgendwie neu, das habe ich noch nie gesehen, so. Ja, ist ja die Frage, gehe ich noch für die Stashes? Ah, Relay, Quicken, Celix. Oh nein. Oh, haben die mich gesehen? Sind gerade zwei Spieler durchgerannt. Schade, damit ist der Exit ein bisschen vom Tisch. Ich kann da unmöglich hingehen und extracten, wenn die zwei da sitzen. Aber ich würde halt ungern durchs Sägewerk gehen, ne? Aber. Naja. Da muss ich jetzt fast. Ja, ich weiß nicht, was hier das richtige Play ist. Ich kann den V-Exit nicht mehr benutzen. Die zwei sind da im Snipen. Die anderen Exits sind auf der anderen Seite der Map. Immerhin Scavies führen immer viele. Also die Mission geht gerade richtig gut voran. Müsste auch Sniper-Level richtig gut leveln. Einmal auf die Scavs schießen. 19,3. Ja, wir fast gleich Level 2. Also ich muss halt. Ich muss den Folder noch holen, ne? Ich müsste den Folder noch haben. Der Therapist. Also ich müsste so oder so noch eigentlich ins Camp. Clever ist mit dem Ledex. Oh. Ja, was soll ich sonst machen? Beim V-Exit sitzt ein Team.
Okay. Den Hering brauche ich nicht mehr. Ich sollte doch den Lelex damit dem Chat nicht der Arsch auf Grundeis geht. Keine Gear 4. Hier wird hier nicht. Ich nehme die TT-Pistole tatsächlich mit. Ich meine, warum nicht? Ich kann alles brauchen auf dem Account. Selbst eine Pistole. Ich meine, Pistol Run. Why not? Wenn es mal schlecht läuft, bist du schnell wieder auf Null, ne? Was ich aber brauchen könnte... Oh, das ist Infrarot. Oh, das ist scheiße. Ich dachte gerade, ich benutze einen Laserpointer. Der hilft ein bisschen. Aber, so, ob das so clever ist, hier hinzugehen? I don't know. Kann ich gerade sagen, eigentlich müsste hier schon einer durch sein, aber wenn ich mir den Loot anschaue, weiß halt auch nicht, was... Ja doch, da ist einer durch, das sind Leichen. Und hier ist gelootet. Gehe ich den ganzen Weg bis Outskirt? Weil mir scheint gerade ZB ist der riskantere Exit. Ich so überlege. Aber die Stashes sind noch verlockend. Das ist eine gute Idee ist. Ausgehört ist besser. Ja, ich finde auch, ehrlich gesagt. Einzig die Ausdauer sackt halt hart von meinem Charakter, ne? Und wenn ich jetzt hier offen angeschossen werde, habe ich echt ein Problem. Aber ich habe auch das Gefühl, Outskirts hast du weniger Fights am Ende noch. Wenn ich beim Exit Fights habe, dann immer ZB. Ah, wir dippen mal. Wir dippen. Ich wollte eigentlich sagen, wir dippen, weil wir einen Folder haben. Aber ich glaube, ihr wollt lieber dippen, weil wir einen LEDX haben. Muss mal überlegen, auf dem Main-Account habe ich 3 Wochen nach dem Ding gesucht. Aktiv mit vollen Keys, Shoreline, mit Schimmel zusammen. Wir haben Resort mehrfach aufgeräumt. Nicht einer. Nicht einen einzigen LEDX in 3 Wochen, bis ich es aufgegeben habe. Und jetzt hier. Oh ja, gemütlich auf dem Tisch liegt ein LEDX. So, ja easy, jetzt hat er hier einen Ehrenplatz. Ein LEDX gefunden. Why not? Genau, jetzt. Den kann man abgeben, entweder bei ihr. Dann kriege ich 0,04 oder bei ihm. Bei beiden habe ich eigentlich genug Punkte. Aber ich glaube, Therapist wird, also ist einfacher als die Sachen, die wir bei Skier noch kriegen. Schwierig. Bei wem gebe ich die jetzt ab? Ich habe das Gefühl, Therapist kriegt man von der EP auch so genug easy her, ne? Ich glaube, die kriegen wir schon relativ chillig. Die kriegen wir. Weil Skier wird danach ziemlich ekelhaft. Vor allem, wenn wir weiter mit es nicht machen können, weil wir haben die Keys nicht. Ich gebe es ihm. So. Gut, also wem kriege ich nur Geld? Das ist okay. So. Okay, wir haben immer noch jetzt die Dailies halt. Oh, ich muss Scavs auf über 35 Meter töten. Den Part habe ich irgendwie überlesen. Ha. Wir gehen aber nochmal drauf auf Woods. Wenn sich das ergibt mit den Scavs, ist okay. Wenn nicht, dann ist halt Pech gewesen. Wobei die Survival Rate ist ziemlich hoch auf Woods. Also es... Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir es überleben. Let's go. So, also, ich müsste die Cam installieren.
müsste aber auch überleben. Und Cam installieren und überleben. Hm. Das schließt sich irgendwie ein bisschen aus, ne? Vor allem bei dem Wetter. Bei dem Scheißwetter würde ich ja sagen. Egal. Aber das Wetter ist ein bisschen unglücklich für. Setz dich einfach mal 30 Sekunden hin und beweg dich nicht, ne? Zieh noch ein Ledex raus. Mhm. Das sind halt alles keine 35 Meter, ne? Ich bringe mir diese Kills alle gar nichts. Ich glaube, die AK nehme ich mit. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, dippen. Ich möchte hier nicht länger bleiben als nötig. Weil Risiko wird nicht weniger. Oh, ich weiß nicht, ob ich da wirklich markieren will. Das ist so riskant. Boah. Das ist so offen. Vor allem da hinten wurde geschossen, also. Ah, ich weiß da nicht. Fuck, jetzt komm. Painkiller und let's go. Aber weil wir nehmen die Sniper, dann kann ich wenigstens noch irgendwas machen, wenn jemand auf mich schießt. Habe ich einmal Zoom drin? Yes. Ja, okay, das war's. Ja. War so klar. Hier war ein Scav. Oh. Oh well. Er sieht mich durch den Busch mal wieder. Hm. Hm, ich kann das nicht heilen. Cool. Nicht. Da hinten ist er. Und er ist... Da hat er... Alles klar, Mann. Ja, ich glaube, das war's. Sein Teamkollege hat noch ein S-Mark. Aber ich kann halt nicht mal mehr aimen, mein Arm ist dead. Ich hoffe, die fixen das, die Scavs einmal durch alles durchsehen, das ist ätzend. Ja. RIP, ich bin dead. Er schießt im Volllaufen besser als die meisten Spieler. S-Mark. Ja, super. Ja, okay. Das war's. Ich frage mich gerade, gehe ich da mit rein? Müsste halt noch einmal gehen für die letzten Scavs, ne?
zwei noch. Ich würde halt sau gerne eine Shotgun. Ich würde halt sau gerne ein Ding mitnehmen. Eine AK, aber die ist halt wertvoll. Ich will die nicht mitnehmen. Ah, ich nehme wieder das Ding mit drauf geschissen. Painkiller haben wir. Ach komm. Wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. Aber hier spawnen gerne welche. Er ist auch wie COD. Jedes Jahr das gleiche neu vermarkten. Das ist nämlich schon clever. Irgendwie schon clever. Aber es funktioniert, also. Frage, schieße ich denn einfach für die Waffe, weil 35 Meter mit einer Pistole? Ja, das lässt die Accuracy von der Pistole nicht mal zu. Naja, ich weiß halt nicht, ob das besser ist mit einer VPO jetzt. Die ist auch nicht gerade für ihre Präzision bekannt. Also mit Feuer ja, aber mit 50er Durability? Weiß ich so recht. Left Peak, Hudi Hui. Hallo. Oh, wir hören was. Ich habe ein Headset. Ein Headset. Geil. Go, let X go. Kelle. Weißt du, hast du einmal einen Ledex und alle warten, dass du jetzt den... Weißt du, die Scavs sind den Wipe echt... Echt, also die brauchen Überarbeitung, aber es sind die Momente irgendwie. Die machen sie irgendwie wieder so... I don't know. Er ist gestern aber Charakter, das muss man ihn lassen. Ja, die Gun würde ich tatsächlich gerne mitnehmen. Ich glaube, ich opfer das Ding da. Ah, das Rig würde ich auch echt gerne mitnehmen. Aber die Rüstung ist auch verflucht gut, die ich habe. Ich glaube, ich brauche die Sachen, aber die machen mich so schwer. Die machen mich so schwer. Weggecheatet. Klar, wer ist der nach dem letzten Video? Und den Wipe öfter reported als je zuvor. Deswegen fand ich es irgendwie witzig, als alle da gebannt wurden und ich aber nicht. Habe ich hier reingeguckt? Habe ich hier reingeguckt? Nein, aber es ist nur Vaseline drin, also. Okay, time zu dippen, da kommen neue Spieler. Hab ich keinen Bock. AKMS hingegen bräuchte ich. Gerade den Bridge Exit. Oh. Aua. So, die Frage ist, ja, probieren wir das nochmal. Wenn der Mission Text wenigstens ehrlich wäre. Wenn sie die Mission wenigstens so schreiben würden, dass sie ehrlich sind. Und einfach hinschreiben, wir möchten, dass du an einen sehr offenen Ort gehst. Und dafür 30 Sekunden eine Zielscheibe abgibst.
Damit Leute, die eine Mission haben, die snipen müssen, einen Ort haben, den sie abaimen können. Danke. Mit freundlichen Grüßen, Nikita. Dann hätte ich kein Problem damit, weil das wäre ehrlich. So, aber ich ziehe jetzt noch einen Flash Drive aus dem Dings da drüben. Da ziehe ich jetzt einen Flash Drive aus. Paper ist gut, das gibt mir ein Headset. Aber ich ziehe jetzt hier einen Flash Drive raus. Achtung. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Auch nicht schlecht. Aber jetzt Flash Drive. Zack. Wäre ein cooler Moment gewesen. Aber eines Tages ziehe ich hier ein Flash Drive raus. Und ihr werdet sagen, das ist wieder Streamer Luck. Oh. Let's go. Aber Scabbies finde ich keine, ne? 35 Meter. Wer hätte gedacht, dass es so schwierig ist, ein paar Scabs zu finden? Frau Lehrerin, ich habe meine Aufgabe nicht verstanden. Ach, guck mal, so müssen wir Taco spielen. Einfach, wir gehen rein, wir gucken, was passiert und fertig. So ist das Game halbwegs chillig. Einfach ohne Ziele rein, weil sobald du die Ziele machst, bist du frustriert. Es passiert, was passieren wird und sonst passiert es halt nicht. Und jetzt kriege ich da noch einen Scare vor 35, komm schon. Siehst du, schon bin ich deprimiert. Ah, ich brauche noch zwei Scavs, Mann. Wie ist der letzte Raid ausgegangen? Der letzte Raid war gut. Der letzte Raid war gut. Oh, Frage ist, mach ich mir einen Kaffee jetzt? Weil ich weiß, wenn ich mir jetzt einen Kaffee mache, dann penne ich nicht mehr. Ah, ich wünsche, es wäre Wochenende. Dann könnte mir das egal sein. Aber ich muss morgen arbeiten. Plus, ich muss fit sein morgen. Wir spielen wieder Ranked. Morgen spielen wir wieder Ranked in Valor und anschließend im Duo mit Latte Hand Showdown. Da kann ich jetzt nicht... Hey, ich kann nicht. Wenn ich morgen nicht fit bin, das geht nicht. Das geht nicht. Danke. Gute Nacht, bis morgen. Ein Splint, gib her. PRS kannst du behalten. Aber das hier nehme ich, denke. Was denkt ihr, Freunde? Wird nächsten Wipe Ausdauer nochmal gebufft? Was denkt ihr? Ich bin ganz ehrlich, ich würde es feiern. Irgendwie nicht so der Wahnsinn hier, ne? Vom Waffen wären halt geil. Gott, ist das Scope scheiße. Meine Fresse, ist das Scope von der SA scheiße. Damn, son. Na. Gehofft, ich krieg den auf 35 Meter. Dann dreht er sich um. Wer läuft rückwärts auf einen Gegner zu? Also ein lustiger Vogel. Wähler brauche ich eigentlich noch. Irgendwie habe ich doch nebenbei ein paar geschossen. Komm. Ja, irgendwo habe ich einen geschossen. Keine Ahnung. Irgendwo ist einer gefallen. Let's go.
so schlechte Kugeln. Da drinnen. Ich hab MK255. MK255. Ich meine, Headshot ist Headshot, aber wenn wir auf einen Aluhutträger treffen, selbst sein Aluhut schützt gut genug. Komm nicht mal durch den Aluhut durch. Eine Brille. Mann, das ist gemein. Heal ist so wichtig, ich kann es nicht liegen lassen. Hey Borki. Ja, ich hab ne. Eigentlich habe ich nur eine Daily, aber irgendwie läuft die Daily ein bisschen langwieriger als gedacht. Das klang so einfach. Fertig! Wenn du EOD hast, hast du Max Trader, wenn du es willst, in ein paar Tagen. Und man EOD hat? Weil du mit Trader einen Rap von 0,2 startest. Kriegst 0,2 Trader Rap for free. Und das ist im Falle von den meisten ist das schon Level 2. Heißt, du beginnst mit Level 2 Tradern im Grunde, sobald du das Level hast. Heißt, du musst halt bei vielen Missionen, die musst du gar nicht machen. Also mit dem Account, den ich jetzt gerade habe, wenn das hier eine EOD-Version wäre, wäre ich fertig. Dann hätten wir es. Dann hätte ich bei allen genug Rap, wir wären durch. Das ist der Unterschied zwischen Standard und EOD. I'm a believer, in this God. Wäre das cool gewesen, hätte ich dem jetzt einen Header gegeben auf die Range. Aua. Geht. Nice, Mission fertig. Pünktlich. Updaten. Geht doch. Also, das kann ich nicht nehmen. Dann, oh, das ist auch voll. Verkauf halt was? Never. Nee. Wenn ihr in der Zwischenzeit mehr sehen wollt, ihr wisst Bescheid, Link zum Highlight-Channel in der Beschreibung. Und falls noch nicht, unterstützt das Ganze doch gerne mit einem Daumen nach oben, abonniert für mehr und wir sehen uns im nächsten Video. Bye bye.